Jetzt geht es weiter mit der bereits angekündigten Aktuellen Stunde auf Verlangen der Linksfraktion zum Iran-Abkommen. Zu dem Thema Iran-Atomabkommen verteidigen, Kriegsgefahr abwenden. Ich öffne die Aussprache und das Wort hat als erster Redner der Kollege Klaus Ernst, Fraktion Die Linke. Klaus Ernst, meine Damen und Herren, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Abkommen mit dem Iran, mit dem er auf Atomwaffen verzichtet und gleichzeitig bei uns Sanktionen zurückgefahren werden, wurde überall als Erfolg gefeiert, das war es auch. Das Abkommen funktionierte. Für Trump war es ein schlechter Deal, die USA stiegen aus. Warum? Er würde sich nicht an die Vereinbarungen halten. Die Internationale Atomenergiekommission hat das Gegenteil festgestellt. Dieser ganze Vorgang erinnert mich ein wenig, vielleicht können Sie sich noch erinnern, als der US-amerikanische Außenminister Colin Powell vor dem UN-Sicherheitsrat mit Bildern angeblicher Beweise zu Massenvernichtungswaffen vor der Kamera gewedelt hat. Hinterher hat sich herausgestellt, es war schlichtweg gelogen, es gab keine Massenvernichtungsmittel im Iran. Die ganze Weltöffentlichkeit ist hinter die Fichte geführt worden, wenn es die Kanzlerin so schön zu sagen pflegt. Ich traue in diesem Punkt den Amerikanern genauso weit, wie man einen Elefanten werfen kann. Und ich habe den Eindruck, hier soll der nächste Deal vorbereitet werden, der letztendlich wieder zu einem militärischen Konflikt in dieser Region führt. Meine Damen und Herren, die restlichen Vertragsparteien haben alle gesagt, sie wollen sich an dieses Abkommen halten. Es herrscht Einigkeit wie selten zuvor. Nun drohen die Amerikaner allen Firmen, die sich daran beteiligen, mit weiteren Sanktionen. Vollkommen völkerrechtswidrig, das sind exterritoriale Sanktionen. Was ist passiert? Inzwischen haben sich alle großen Unternehmen auch aus Europa aus dem Iran zurückgezogen. Es gibt faktisch keine vernünftigen Beziehungen mehr. Die deutschen und europäischen Banken wickeln keine Zahlungen mehr mit dem Iran ab. Das SWIFT-System, eine Genossenschaft nach belgischem Recht, das weltweit bargeldlose Zahlungen abwickelt, hat den Iran gekappt. Die Telekom bei uns in der Bundesrepublik hat sogar die Leitungen abgestellt, dass die iranischen Banken nicht mehr telefonieren können. Aufzüge in diesen Gebäuden in der Bundesrepublik werden nicht mehr repariert. So hält man ein Abkommen mit dem Iran nicht ein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Frage ist natürlich, Was hat die Bundesregierung unternommen, um dieses Abkommen wirklich aufrechtzuerhalten? Herr Maas, es ist ja schön, dass Sie da sind. Ich habe den Eindruck, das, was hier an Reaktionen kam, das war wirklich Maulheldentum. Weil faktisch hat die Bundesregierung und die Europäische Union so gut wie nichts unternommen, dass tatsächlich von Europa aus dieses Abkommen weiter eingehalten wird. Und das ist das Problem, meine Damen und Herren. Man könnte jetzt sagen, die EU hat die sogenannte Blocking-Verordnung reaktiviert. Sie verbietet es europäischen Unternehmen, sich an die Sanktionen der USA zu befolgen. Die Auslegung dieser Verordnung sieht allerdings vor, dass die Unternehmen mit Verweis auf geschäftspolitische Entscheidungen tun und lassen können, was sie wollen. Und im Ergebnis haben sie das Iran-Geschäft aufgegeben. Sie machen sogar im Übrigen mehr als notwendig, denn selbst die Bereiche, die nicht in den US-Sanktionen reingenommen wurden, auch in diesen Bereichen ist der Handel praktisch zusammengebrochen. Doch selbst jene, die weiter ihr Iran-Geschäft aufrechtzuerhalten versuchen, können die Zahlungen nicht mehr abwickeln. Dafür bräuchte es unabhängige Zahlungskanäle. Was hat die Bundesregierung und die Europäische Union unternommen, um den Zahlungsverkehr zwischen dem Iran und den Unternehmen, die weiter handeln wollen, im Interesse der Aufrechterhaltung dieses Abkommens, was hat sie unternommen, dass das auch passiert? Was ist mit Instex? Instex als Instrument, dass dieser Zahlungsverkehr aufrechterhalten werden kann. Es ist faktisch funktionslos. Warum gelingt es eigentlich, Unternehmen in China, in der Schweiz, in Indien und Südkorea so ein System aufzubauen und Europa und die Bundesregierung kriegt sowas nicht hin? Die Taz titelte dazu: Europäische Maulhelden. Und sie schreibt, der mangelnde Mut
Der mangelnde Mut kann ziemlich ungemütliche Folgen haben. Nicht nur wird Washington die Europäer außenpolitisch noch weniger ernst nehmen als bisher schon, auch jenseits des Konflikts um den Atomdeal. Auch die iranische Regierung wird nicht mehr glauben, dass Europa den US-Sanktionen noch was entgegensetzen kann. Warum sollten Sie eigentlich das Abkommen weiterführen, wenn gleichzeitig deutlich wird, dass die Europäer sich ebenfalls nicht daran halten wie die Amerikaner? Warum haben Sie eigentlich nicht die Möglichkeiten ausgenutzt? SWIFT zum Beispiel ist ein Unternehmen belgischen Recht, nach belgischem Recht. Wo sind die Initiativen der Bundesregierung, dass die den Zahlungsverkehr übernehmen? Haben Sie gesprochen mit den Sparkassen, zum Beispiel in der Bundesrepublik, die ja nun weniger Geschäfte mit den USA machen, um dort möglicherweise den Zahlungsverkehr wenigstens aufrechtzuerhalten? Nein, die Bundesregierung hat in der Frage der Einhaltung des Abkommens total versagt. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, wenn das so weitergeht, brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Lage dort so eskaliert. Die Bundesregierung ist ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Und ich sage, kommen Sie zum Schluss, Herr Kollege. Bin gleich bereit. Und ich sage, nutzen Sie der Bundesregierung, nutzen Sie die Möglichkeit endlich, Herr die Kollege Sie haben, und zwar rasch. Die Bundesregierung hat versagt. Wir sind keine amerikanische Kolonie. Machen Sie uns auch nicht dazu. Klare Worte, Klaus Ernst, war das. Die Bundesregierung hat versagt. Wir sind keine amerikanische Kolonie, hat er gesagt. Nach ihm jetzt Johann Wadephul für die CDU-CSU-Fraktion, deren stellvertretender Vorsitzender er ist. Das war hoffentlich nicht Ihr Ernst, Herr Ernst, was Sie hier gerade eben vorgetragen haben. Es ist jedenfalls weit ab der außenpolitischen Realitäten, innerhalb derer wir uns hier bewegen. Es ist vollkommen richtig, dass wir mit größter Sorge in den Persischen Golf blicken. Bei allem, was man kritisch zum amerikanischen Präsidenten sagen kann, hat er sich ja nun gerade auch schon im Wahlkampf, und das ist auch im faktischen Handeln später so gewesen, als jemand erwiesen, der Truppen eher reduziert und zurückgezogen hat. An manch einer Stelle haben wir sogar gesagt, vielleicht nicht so schnell und noch nicht jetzt. Also, dass da jetzt unmittelbar ein Krieg bevorsteht, das glaube ich ernsthaft nicht. Dennoch ist die Sorge berechtigt, und wir müssen dazu auch unsere Punkte machen. Ich möchte 4 kurze Anmerkungen machen. Erstens, das Atomabkommen war und ist richtig. Es ist neben dem Klimaabkommen von Paris die wichtigste völkerrechtliche Vereinbarung, die geschlossen worden ist in den letzten 10 Jahren. Deutschland, die Bundesregierung, Außenminister Steinmeier, die Bundeskanzlerin Angela Merkel haben sich dafür eingesetzt. Wir sind stolz darauf. Wir stehen zu diesem Abkommen, und wir fordern alle Seiten auf, dieses Abkommen weiter einzuhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt kein besseres, kein nachhaltigeres Konzept, einen Staat von der Entwicklung von Atomwaffen abzuhalten und damit mindestens regional ein atomares Wettrüsten zu verhindern. Wir wissen alle, nur mit Blick auf den Kaschmir-Konflikt, aber auch mit Blick auf die INF-Diskussion, die uns hier ganz unmittelbar betrifft, dass, wenn Atomwaffen erst einmal da sind, deren Kontrolle, deren Einhegung umso schwerer wird. Deswegen gilt, wehret den Anfängen. Und es ist jeden diplomatischen Einsatzes wert, sich für dieses Abkommen zu engagieren. Zweitens. Es war und ist richtig, dass Deutschland als einer der Geburtshelfer dieses Abkommens sich abgestimmt mit anderen europäischen Staaten positioniert hat und klare Positionen ausgesandt hat. Herr Außenminister, dafür herzlichen Dank. Dazu gehört erstens eine klare Aufforderung an den Iran, das Abkommen weiter einzuhalten. Sonst drohen dem Land noch schärfere Sanktionen, und wir können ihm in der Bewältigung dieser Krise noch weniger helfen. Und da ist es schon mit Sorge zu registrieren, dass die Revolutionsgarden diese aktuelle Situation als Chance für ihr Land begriffen haben. Klare Botschaft von uns. Zweite klare Botschaft auch an die Vereinigten Staaten von Amerika, dass wir selbstverständlich zu einer abgestimmten solidarischen Politik mit unserem wichtigsten Verbündeten bereit sind. Dass wir aber auch von diesem Verbündeten erwarten können, dass er eine nachvollziehbare und nachhaltige Iran-Strategie entwickelt. Eine Strategie nur des maximalen Drucks jetzt auf dieses Regime, ökonomisch und auch militärisch, führt nur dazu, dass die kooperationswilligen Teile des Regimes wie Präsident Rouhani unter Druck geraten und dann ein ganz anderer Regime-Change in Teheran droht als derjenige, den sich vielleicht manche in Washington erhoffen.
Und deswegen erwarten wir von unserem Bündnispartner hier eine klare Strategie und nicht einfach jeden Tag mehr Druck. Das führt zu nichts. Und natürlich gilt auch dazu, apropos Regime-Change, die Verläufe im Irak und in Libyen zeigen, dass derartige Rechnungen selten aufgehen. Ich möchte zur Sicherheitssituation in der Region sagen, natürlich ist die iranische Politik für Israel eine Bedrohung. Und Israel wird sich, was seine Souveränität und seine Sicherheit angeht, immer auf Deutschland verlassen können, wenn seine Sicherheit ernsthaft in Gefahr ist. Aber in der jetzigen Situation gibt es weder einen Anlass noch irgendeine völkerrechtliche Berechtigung zur Anwendung militärischer Gewalt in dieser Region gegenüber dem Iran. Das muss unsere klare Position sein. Und letzte Bemerkung dazu. An dem Abkommen sind nicht nur Europäer beteiligt, sondern auch Chinesen und Russen. Zu einigen haben Sie ja ganz gute Kontakte, Herr Ernst. Und deswegen auch die Aufforderung von dieser Stelle auch an Russland, auch an China, wenn Sie sich an einer Politik beteiligen wollen, die die weitere Proliferation von Atomwaffen verhindern, dann sind auch diese Staaten hier in der Verantwortung, diese Situation zu lösen und diese Krise aufzulösen. Man kann sich nicht durch Wegducken aus der Situation herausstehlen. Und dritte Bemerkung. Es war und es ist richtig, Herr Präsident, abschließende Bemerkung, ein alternatives Finanzierungsinstrumentarium zur Verfügung zu stellen. Wir bleiben weiter aufgefordert, dem Iran zu helfen und verbinden beides miteinander. Aufforderung zur Einhaltung des Abkommens und die ausgestreckte Hand zu helfen, dass die wirtschaftliche Not in diesem Land gelindert wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es gibt keine völkerrechtliche Grundlage für einen Angriff gegen den Iran. Das war Johann Wadephul für die CDU-CSU-Fraktion. Allerdings steht ein solcher Angriff nach seiner Einschätzung auch nicht bevor. Nächster Redner ist Armin Paul Hampel für die AfD-Fraktion, deren außenpolitischer Sprecher er ist. Im Deutschen Bundestag und zu Hause an den Bildschirmen. Die Situation im arabischen Raum ist, glaube ich, kein Anlass mit parteipolitischen Ränkespielen. Dafür ist es zu ernst. Herr Wadephul und der Ernst, vielleicht sollte man sich darauf beschränken, was es an besorgniserregenden Nachrichten aus der Region gibt. Und ich muss in diesem Falle dem Kollegen Lambsdorff heute aus dem Ausschuss recht geben. Ja, auch ich hatte eine Art Déjà-vu-Erlebnis, denn wenn ich die jetzigen Informationen bekomme von einem Anschlag auf eine Pipeline in Saudi-Arabien auf Handelsschiffe in der Straße von Hormuz, dann klingt das ein bisschen alles so wie das, was wir während der und vor der Irak-Krise einmal gehört haben. Und das muss das Anlass zum Nachdenken und zur Sorge geben. Und bedauerlich ist es, dass die Bundesregierung keine eigenen Informationen über diese Vorfälle hat, Herr Minister. Wir müssten noch einen Bundesnachrichtendienst haben, der uns sagen kann, das stimmt, das trifft zu, oder hier ist eine Fake-Story unterwegs, wo mit einer Lunte brandgefährlichen Ausmaßes gespielt wird, meine Damen und Herren. Das ist das eine. Das andere ist, Pacta sunt servanda, Verträge müssen erhalten werden. Auch diese Position haben wir von der AfD immer vertreten. Und von daher kritisieren wir auch die Entscheidung der Vereinigten Staaten, das Iran-Abkommen aufgekündigt zu haben. Allerdings, es gab auch Anlässe aus amerikanischer Sicht, das Abkommen nachzuverhandeln. Das wäre mit Sicherheit der bessere Weg gewesen. Iran hat einen Einfluss in den Jemen, hat einen Einfluss in den Libanon, hat einen Einfluss nach Syrien. Und Iran, Herr Wadephul, Sie haben es erwähnt, ist natürlich der Kontrapunkt zu unseren israelischen Freunden. Und damit ist es ein Pulverfass, das wir doch tunlichst versuchen müssen, unter jedweder Kontrolle zu halten. Die Politik der USA erfüllt mich deshalb mit Sorge. Und es macht wenig Sinn, das in Frage zu stellen, um das noch zu Erwünschte zu erzwingen. Wer zu hoch pokert, meine Damen und Herren, wird leicht in eine Eskalation getrieben und schießt über das Ziel hinaus. Diplomatie darf nicht zum Hasardspiel werden. Das 60-Tage-Ultimatum vom Iran an Europa hat das Ziel, den Westen zu spalten. Und dagegen müssen sich die europäischen Länder wehren. Dieser Versuch muss scheitern. Unsere Position ist dennoch eindeutig. Der Atomvertrag hätte nicht gekündigt werden sollen. Nochmal Pacta sunt servanda. Eine Lösung ist unseres Erachtens nur möglich, und hier greife ich Vorschläge der Grünen-Fraktion aus dem Ausschuss aus, genauso wie das der Kollege Röttgen als Vorsitzender gemacht hat. Sie haben dem heute widersprochen, Herr Minister. Ich glaube, dass es vielleicht mit Blick auf unsere Erfahrungen in den Zeiten des Kalten Krieges lohnenswert wäre, den Nahostkonflikt, der ja nicht nur aus dem Iran-Konflikt besteht,
in einen Korb zu packen, wo wir so etwas für eine Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen Osten, und zwar mit den großen Mächten dieser Welt und gemeinsam mit den europäischen Nationen hinbekommen sollten. China, Russland müssen eingebunden werden. Russland spielt maßgeblich auch an der iranischen Front mit. Wir wollen keine neuen Abhängigkeiten erzeugen, auch wir nicht von der AfD in dieser Frage. Und dann wäre es sinnvoll, dass die Vereinigten Staaten, dass sich die europäischen Nationen, und übrigens, Sie haben es vielleicht mitbekommen, der englische General Gicker hat die Ankündigung der Amerikaner, im Irak würde ein Angriff auf amerikanische Truppen geplant sein, selbst Syrien ist in deren Fokus, den hat er massiv widersprochen und sagt, die Lage ist völlig entspannt in Syrien und im Irak, die US-Truppen sind dort nicht bedroht. Also auch das für uns ein Grund, darüber nachzudenken, was die wahren Hintergründe sind. Die Hintergründe kennen wir. Die Hintergründe sind der Konflikt zwischen Saudi-Arabien als sunnitische Nation und den schiitischen Iranern. Und denn die Stellvertreterkriege, die da stattfinden, sind nicht im Interesse von Frieden und Stabilität im Nahen Osten. Nochmal den Gedanken aufgreifend, diese einzelnen Konfliktherde in eine gemeinsame große Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zusammenzufassen, um sie möglichst lösen zu können. Es kann kein realistisches Ziel einer solchen Konferenz sein, meine Damen und Herren, dass alle Konflikte dort einvernehmlich beendet werden. Das wäre ein Traum. Was aber getan werden kann, ist, die Spielregeln für den Umgang miteinander zu vereinbaren, um die Wahrscheinlichkeit kriegerischer Konflikte zu verhindern. Konventionen dienen dazu, sich darin zu üben, Maß zu halten. Sie helfen dabei, auch die berechtigten Interessen der Gegenseite zu akzeptieren und so faire Kompromisse zu finden. Die KSZE-Schlussakte von Helsinki hat uns 1973 gezeigt, sie hat den Kommunismus nicht beendet, meine Damen und Herren. Sie hat aber Spielregeln geschaffen, die dazu beigetragen haben, die Kriegswahrscheinlichkeit in Europa zu verringern. Und sie hat den Keim dafür gelegt, dass die Völker in Osteuropa in ein freies, mit eigener Kraft sich befreien konnten und von der kommunistischen Diktatur befreien konnten. Die Politik mit der Brechstange geht nicht. Aber was wir brauchen, ist kein Nation-Building. Wir brauchen Stabilität, meine Damen und Herren. Deutschland ist Mitglied, jawohl, Herr Vorsitzender, ja. Deutschland ist Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Eine solche Konferenz zu initiieren, Herr Minister, den großen Korb aufzumachen und die großen Nationen daran mitwirken zu lassen, wäre eine Perspektive, im Nahen Osten Frieden zu stiften. Dankeschön, meine Damen und Herren. Armin Paul Hampel war das, der Vorschlag, eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen Osten zu schaffen, ist eigentlich eine Idee der Grünen, die er hier aufgenommen hat. Weiter geht es jetzt mit Bundesaußenminister Heiko Maas. Er gehört der SPD an. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Lage im Nahen und Mittleren Osten ist in diesen Tagen wirklich ausgesprochen ernst. Es hat unterschiedliche Gründe, aber einer liegt auch darin, dass der Iran in der letzten Woche angekündigt hat, seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen zumindest teilweise auszusetzen. Und das wissen wir alle, das geschah als eine Reaktion auf die Entscheidung der Vereinigten Staaten, Ausnahmegenehmigung für den Ölexport und für Nichtverbreitungsvorhaben im Rahmen des Abkommens nicht weiter zu verlängern, was die Situation und die Diskussion um dieses Abkommen weiter verschärft hat. Und machen wir uns auch nichts vor, 12 Monate nach dem Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Nuklearabkommen könnte dies in absehbarer Zeit auch das Ende des JCPOA bedeuten. Dies wäre, und das ist nicht nur die Auffassung der deutschen Bundesregierung, sondern der gesamten Europäischen Union, dies wäre ein schwerer Rückschlag im Kampf gegen die Verbreitung von Atomwaffen. Und es droht darüber hinaus ein Flächenbrand in der gesamten Region mit ernsten Folgen für die Sicherheit unserer Verbündeten, aber vor allen Dingen für unsere Sicherheit hier in Europa. Und manchmal reicht ein Funke, das zeigen die Entwicklungen vor der Küste der Vereinigten Emirate in den letzten Tagen, um einen solchen Brand auszulösen. Und das macht uns außerordentlich besorgt. Und in dieser Situation, in dieser Lage steht deshalb für uns eines im Mittelpunkt. Wir müssen und wir werden alles tun, um eine militärische Eskalation zu verhindern. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das beste und zuverlässigste Instrument dafür ist und bleibt dieses Atomabkommen. Das JCPOA war nie ein Freundschaftsdienst gegenüber dem Iran. Es war vielmehr Ausdruck unserer Sorge vor einem nuklear bewaffneten Iran. Und bei
Dingen, die eben hier gesagt wurden, hat man ja den Eindruck, dass die Seiten da komplett verkehrt werden. Also wenn wir kein Abkommen bräuchten, wäre uns deutlich wohler. Aber die Tatsache, dass ein Staat wie der Iran sich überhaupt nur durch die Zusicherung wirtschaftlicher Vorteile davon abhalten lässt, eine Atombombe zu bauen, ist auch ein Hinweis darauf, dass wir es mit einem Land zu tun haben, bei dem nicht nur Vertrauen, sondern bei dem auch viel Misstrauen herrscht. Und trotzdem, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat der Iran, und das zeigt ja auch den Wert dieses Abkommens, hat der Iran bislang das Abkommen eingehalten. Und letztlich ist das auch ein Erfolg, auch ein seltener Erfolg der multilateralen Zusammenarbeit. Und deshalb ist und bleibt die Tatsache, dass die Amerikaner aus diesem Abkommen ausgeschieden sind, für uns weiterhin nicht nachvollziehbar. Denn, meine Damen und Herren, gerade weil wir dem Iran misstrauen, wollen wir das Abkommen ja erhalten. Deshalb macht es ja Sinn. Denn es bleibt jedenfalls im Moment der sicherste Weg, den Iran davon abzuhalten, Atomwaffen zu bauen. Und deshalb ist die Welt mit diesem Abkommen sicherer als ohne. Und dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Dreh- und Angelpunkt die europäische Geschlossenheit. Und die Geschlossenheit ist am Montag beim Außenrat in Brüssel von allen Amtskolleginnen und Amtskollegen innerhalb der Europäischen Union noch einmal bekräftigt und auch gestärkt worden. Alle 28 EU-Mitgliedstaaten stehen hinter dem Abkommen, und das ist dort noch einmal sehr deutlich geworden. Und gemeinsam mit dem britischen und dem französischen Außenminister und auch Federica Mogherini haben wir dabei aber auch die Gelegenheit genutzt, deutlich unsere Erwartungen auch nach Teheran zu formulieren. Auch der Iran muss seine Verpflichtungen weiterhin aus dem Abkommen umsetzen. Und zwar ohne irgendwelche Abstriche, Rabatte wird es mit uns, mit der Europäischen Union in dieser Frage nicht geben. Wir werden deshalb, und das ist der Maßstab, wir werden sehr genau die unabhängigen Berichte der Internationalen Atomenergieorganisation betrachten, wenn es darum geht, ob das der Fall ist oder nicht. Sie bleiben der Maßstab. Auch darüber sind wir uns innerhalb der Europäischen Union einig, unabhängig von allen Drohgebärden, die zurzeit von welcher Seite auch immer ausgestoßen werden. Und wir Europäer stehen zu den Verpflichtungen aus diesem Abkommen. Und das haben wir in der Vergangenheit mit unterschiedlichen Instrumenten auch noch einmal deutlich gemacht. Und wenn das hier in Zweifel gezogen wird, naja, vor einem Jahr sind die Vereinigten Staaten aus dem Abkommen ausgestiegen. Wenn wir uns nicht an die Verpflichtung halten würden und wenn wir auch nicht versuchen würden, im Rahmen unserer Möglichkeiten das zu kompensieren, was durch den Ausstieg der Amerikaner verloren gegangen ist. Ich wüsste nicht, warum der Iran von sich aus ein Interesse haben sollte, seit einem Jahr an diesem Abkommen festzuhalten. Das hat er aber. Und das macht deutlich, dass auch aus Sicht Teherans dieses Abkommen ohne die Vereinigten Staaten funktionieren kann. Und das ist das, worum wir uns im Moment auch kümmern. Niemand behauptet, dass das einfacher geworden ist durch den Ausstieg der Vereinigten Staaten. Und dass die Sanktionen, die die Vereinigten Staaten verhängt haben, auch das Generieren wirtschaftlicher Vorteile in den Iran schwieriger geworden ist, das würde niemand in Abrede stellen. Aber dass wir haben das Zahlungsinstrument INSTEX auf den Weg gebracht und wir bereiten Schritt für Schritt die Operationalisierung desselben vor, gerade jetzt. Auch das ist am Montag besprochen worden unter Führung der Briten, der Franzosen und auch mit uns, um mit dem Iran in bestimmten Bereichen weiterhin Außenhandel zu treiben und die Versorgung vor allen Dingen auch mit wichtigen humanitären Gütern aufrechterhalten zu können. Und dafür stehen wir ja gerade im Moment in einem intensiven Kontakt mit Teheran. Wir sprechen mit Teheran darüber, wie wir dafür sorgen können, dass die wirtschaftlichen Vorteile und auch die Lieferung von humanitären Gütern fortgesetzt werden kann. Aber ich sage Ihnen auch, und das war immer Sinn dieses Abkommens, wir nutzen diesen Dialog eben auch, um mit dem Iran über kritische Fragen zu reden, etwa seine Rolle in Syrien oder das ballistische Raketenprogramm, das wir nicht für akzeptabel halten. Meine Damen und Herren, in der Verantwortung für den Erhalt dieses Abkommens sind wir als Europäer aber auch nicht alleine. Die Resolution 2231 fordert alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf, die Umsetzung dieses Abkommens
zu unterstützen. Und deshalb stimmen wir uns genauso intensiv im Moment, und zwar alle Schritte, die wir gehen, eng mit den internationalen Partnern ab, aber vor allen Dingen die, die auch beteiligt sind am JCPOA, also auch mit Russland und auch mit China, denn auch diese tragen als Mitunterzeichner eine besondere Verantwortung. Und ja, natürlich auch mit den Vereinigten Staaten. Und darüber haben wir am Montag in Brüssel mit Außenminister Pompeo auch gesprochen. Dabei haben wir festgestellt, ja, wir verfolgen die gleichen Ziele. Wir wollen einen Iran ohne Atomwaffen. Wir wollen, dass der Iran seine destruktive Rolle in der Region, in Syrien, im Jemen oder im Libanon aufgibt. Und wir wollen, dass der Iran sein ballistisches Raketenprogramm und seine Drohgebärden gegen Israel stoppt. Die Wege aber, die wir dafür beschreiten, die unterscheiden sich. Und sie unterscheiden sich mittlerweile deutlich. Und wir glauben eben nicht, und auch das haben wir am Montag gegenüber Pompeo sehr deutlich gemacht, dass eine unilaterale Strategie des maximalen Drucks uns wirklich weiterbringt. Und das haben sowohl mein französischer Kollege als auch mein britischer Kollege und auch Federica Mogherini Pompeo in aller Deutlichkeit gesagt. Denn maximaler Druck birgt immer die Gefahr auch einer unbeabsichtigten Eskalation. Und das, was in den letzten Tagen geschehen ist, Sabotageakte auf Schiffe oder auf Pipeline, sind doch Hinweise, dass diese Gefahren konkret und real sind. Und wenn man sich auch noch anschaut, was es ansonsten an Krisen- und Konfliktherden in dieser Region gibt, dann brauchen wir zurzeit ganz sicher eines nicht, nämlich eine zusätzliche Zündschnur. Und deshalb werden wir alles daran setzen, dass es auch so weit nicht kommt. Meine Damen und Herren, nicht nur wir und nicht auch nur unsere französischen und britischen Partner, sondern die komplette Europäische Union, das sei auch mal erwähnt. Alle reden darüber, dass es innerhalb der Europäischen Union in bestimmten Fragen nicht mehr möglich ist, Einigkeit zu erzielen. Das hier ist ein Beispiel dafür, dass es noch funktionieren kann. Wir setzen auf Dialog statt auf rhetorische Abrüstung und Aufrüstung. Und wir wollen, dass das JCPOA erhalten wird, nicht nur um einen Iran ohne Atomwaffen auch in der Zukunft zu haben, sondern auch um auf den Iran einwirken zu können in regionalen oder in sonstigen Sicherheitsfragen. Und das ist die Strategie, die wir mit unseren Partnern als Europäische Union in den kommenden Tagen und in den kommenden Wochen konsequent verfolgen werden. Schönen Dank. Der Bundesaußenminister, der hier gesagt hat, die Welt ist mit dem Abkommen mit dem Iran sicherer als ohne es. Nächster Redner ist jetzt Alexander Graf Lambsdorff für die FDP-Fraktion, deren stellvertretender Vorsitzender er ist. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich glaube, im Blick auf diese Region, die im Moment unter wirklich extremer Anspannung leidet, politisch und militärisch, ist es wichtig, dass wir zunächst mal abschichten, was ist eigentlich die Wurzel des Übels und wie stellt sich die Situation dar? Die Wurzel des Übels, das muss man in dieser Deutlichkeit sagen, das ist der Versuch des Iran, sich ein nukleares Programm zuzulegen für militärische Zwecke. Die Wurzel des Übels ist, dass er ein ballistisches Raketenprogramm unterhält, das eine existenzielle Bedrohung für seine Nachbarn und sogar für uns hier in Europa werden kann. Die Wurzel des Übels, das ist eine aggressive Regionalpolitik, mit der Iran den Export der islamischen Revolution von 1979 in seinen Nachbarländern betreibt, bis hin zu ganz konkreten Ansagen, Israel von der Landkarte zu tilgen, Raketen fliegen aus Gaza auf Israel. Meine Damen und Herren, ein solches Land wird niemals unser Freund und Partner sein. Wir müssen dieses Land einhegen. Das ist unsere Aufgabe in der Außenpolitik. Der Streit, den wir jetzt im Moment mit den Amerikanern darüber haben, geht darum, wie wir mit dieser Situation umgehen. Wie funktioniert das Containment, das Zurückdrängen des Iran? Und was wir sehen, ist eine Situation, in der jetzt der Iran, nachdem Europa ausdrücklich gesagt hat, es hält am JCPOA fest, am Atomabkommen fest, ein Ultimatum ausgerechnet uns stellt, mit dem es ankündigt, binnen 60 Tagen aus dem Abkommen auszusteigen. Denn nichts anderes ist es, wenn der Iran sagt, er fängt danach wieder an mit der Anreicherung von Uran. In dieser Situation Öl ins Feuer zu gießen, auch noch uns zu drohen, die 3 Millionen afghanischen Flüchtlinge, die sich auf iranischem Territorium zu begeben, Richtung Türkei und weiter nach Europa zu leiten. In einer solchen Situation ist es richtig, und dafür kritisieren wir die Bundesregierung nicht, sondern wir loben sie, auf Dialog und Deeskalation zu setzen. Wir fanden es gut und richtig, dass die E3
und Federica Mogherini gestern sich mit dem amerikanischen Außenminister zusammengesetzt haben, um zu erörtern, was die europäische Position ist. Die Strategie des maximalen Drucks, der einseitigen Maßnahmen der Amerikaner, ist in unseren Augen jedenfalls falsch. Sie haben unsere Unterstützung für diese Politik. Meine Damen und Herren, man muss keine... Herr Ernst. Herr Ernst, wir sind Ihnen dankbar, dass Sie hier eine Aktuelle Stunde aufgesetzt haben, das ist gut. Aber dass Sie in Ihrer Rede allen Ernstes vorschlagen, die Sparkasse Villingen-Schwenningen soll die Befriedigung des Persischen Golfs erreichen, das tut mir leid, das war Realsatire. Ihre Rede war wirklich genau das Niveau der Außenpolitik Ihrer Fraktion und Ihrer Partei. Sorry. Nein. Schauen wir mal bitte auf die aktuelle Lage am Golf. Und die ist extrem angespannt. Wir haben eine verbale Aufrüstung seitens des Iran und der Amerikaner. Wir haben die Verlegung wirklich relevanter militärischer Mittel der Amerikaner in die Region. Wir haben Ansagen aus Washington, die man auch nur als Eskalation auffassen kann. Und ich, Armin Hampel hat es eben gerade gesagt, ich habe tatsächlich ein gewisses Déjà-vu, wenn ich höre aus Washington, dass der Sprecher des Weißen Hauses erklärt, der Präsident habe keinen Plan für militärische Aktionen auf seinem Schreibtisch. Das sind exakt die Worte von Ari Fleischer 2002 im Sommer, als er Pressesprecher von George W. Bush war. Also mit anderen Worten, die Arbeit an der Deeskalation muss weitergehen. Und ob es funktioniert, das wissen wir nicht. Und deswegen, und das ist mein zweiter Punkt, müssen wir uns darauf vorbereiten, was passiert, wenn die Deeskalation nicht gelingt. Die Amerikaner tun das. Die Amerikaner haben ihre Botschaft in Bagdad und ihr Generalkonsulat in Erbil geschlossen. Und was wir aus den Medien erfahren haben, und das ist wirklich hochgradig ärgerlich, Herr Minister, was wir aus den Medien erfahren haben, ist, dass die Bundeswehr im Irak ihre Ausbildungsmission wegen der extremen Anspannung geschlossen hat. Dass sie die Soldaten zurück in die Kaserne beordert hat, dass wir sowas als Auswärtiger Ausschuss, als Verteidigungsausschuss aus der Presse und von Twitter erfahren und nicht von Ihnen im Ausschuss heute Morgen, das geht gar nicht, das ist eine Missachtung des Parlaments, Herr Minister. Aber wenn wir uns jetzt mal vor Augen führen, was passieren kann, dann müssen wir uns erst mal fragen, wie kriegen wir unsere Soldaten bitte schön zurück in die Bundesrepublik Deutschland? Das ist mal das eine. Das zweite ist, wir haben eine im Raum stehende Drohung des Iran, 3 Millionen Menschen Richtung Europa loszuschicken. Der Iran hat eine 530 Kilometer lange Grenze mit der Türkei. In der Türkei befinden sich jetzt schon Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Und deswegen ist unser Appell an die Bundesregierung, Ankara, die türkische Regierung, jetzt zu kontaktieren und Gespräche zu suchen, um eine solche Situation zu vermeiden. Mit dem UNHCR jetzt Vorbereitungen zu treffen für den Fall, dass es zu einer solchen Situation kommt. Frontex jetzt zu stärken, um unsere Außengrenzen wirksam zu schützen. Meine Damen und Herren, 2003 darf sich nicht wiederholen, deswegen Deeskalation. Aber 2015 darf sich auch nicht wiederholen. Keine neue Flüchtlingskrise, deswegen jetzt Prävention, deswegen jetzt vorbeugende Maßnahmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Rede von Alexander Graf Lambsdorff, der hier aufgezeigt hat, einige mögliche Folgen für den Fall, dass diese Krise sich zuspitzt. Nächster Redner ist jetzt Omid Nuripur, der außenpolitische Sprecher der Bündnis Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Iran ist zweifelsohne ein ganz, ganz schwieriger Akteur im Nahen Osten. Die Sicherheitslage in der Region wird nicht durch den Iran gebessert. Im Gegenteil, die hochaggressive Regionalpolitik setzt Feuer in viele Länder. Die Menschenrechtslage im Land ist dramatisch und die verschlechtert sich auch. Das Raketenprogramm des Landes ist hochaggressiv und besorgniserregend, und die Drohungen Richtung Israel sind selbstverständlich nicht akzeptabel. Ein Problem mit dem Iran hatten wir aber eigentlich gelöst, zumindest für mindestens 10 Jahre. Und das war die Frage der atomaren Aufrüstung des Landes. Und man kann jetzt historisch darüber nachdenken, wann, in welchem Zeitpunkt man nachsetzt. Aber das Atomabkommen, und ja, der Iran ist ganz schwierig, aber das Atomabkommen haben schon die Amerikaner aufgekündigt und nicht die Iraner. Und das muss man an der Stelle vielleicht auch noch mal sagen. Es droht eine massive Eskalationsgefahr. Es ist verheerend zu sehen, wie das Abkommen gerade uns aus den Händen gleitet. Und das hat selbstverständlich auch mit dem Erwartungsmanagement zu tun. Da hat der Außenminister gerade auch das Richtige gesagt. Das Abkommen hatte diese eine Funktion. Das Problem ist, dass zu viele Erwartungen geweckt worden sind, auch aus Deutschland heraus. Der ehemalige und von mir hochgeschätzte Außenminister Steinmeier hat immer wieder gesagt, wir wollen jetzt die
Erfolge dieser Verhandlungslösung dafür nutzen, um mit dem Iran in Syrien zu einem Ergebnis zu kommen. Dabei ausgeblendet, dass das Geld, was der Iran durch das Abkommen bekommt, genau für diese aggressive Politik in Syrien ausgegeben wird, worunter gerade in diesem Augenblick die Menschen in Idlib auch mitleiden, auf die seit dem 1. April wieder massenweise Fassbomben fallen. Und da hat der Iran selbstverständlich auch eine große Verantwortung dafür. Und das Problem ist aber, Herr Außenminister, dass Sie mit diesem Erwartungsmanagement ja so weitergemacht haben. Sie haben am Anfang, im Mai letzten Jahres, noch gesagt, kein Problem, wir machen jetzt einen europäischen SWIFT. Dann haben wir irgendwann mal nachgefragt, wann das denn kommt, was das denn bedeuten soll, wie das ist. Wir haben von der Bundesregierung die schriftliche Antwort bekommen, das sei eine langfristige Option. Aber für langfristige Optionen haben wir keine Zeit mehr und deshalb sollte man keine solche Erwartungen schüren. Die amerikanische Seite eskaliert derzeit relativ schnell. Die marschieren auf militärisch. Die iranische tut das auch. Das sieht man auch an den Truppenbewegungen innerhalb des Irans Richtung Persischen Golf. Die Amerikaner liefern massenweise Nukleartechnologie an Saudi-Arabien und rüsten sie auch noch auf, auch konventionell. Die Politik des maximalen Drucks richtet großen Schaden an. Es gibt Aussagen amerikanischer Offizielle, die sagen, wir wollen, dass Teheran so verelendet wie Caracas, die Hauptstadt Venezuelas. Das ist nicht unbedingt eine Politik, die Vertrauen schafft auf der anderen Seite. Grundnahrungsmittel werden zunehmend knapp. Zucker ist seit einer Woche im Iran rationiert. Es wird jetzt sehr, sehr laut diskutiert, ob man Benzin rationiert. Die Menschen im Iran sind gefangen zwischen einer korrupten, repressiven Regierung auf ihrer eigenen Seite und der Militär- und der Kriegsrhetorik und der Kriegsgefahr, die die Amerikaner aufbeschwören, auf der anderen Seite. Diese Spirale muss aufhören. Aber es sind nicht nur die Menschen im Iran. Eine der Maßnahmen, die die Amerikaner jetzt vollziehen werden zum Ende dieses Monats, eine von zahlreichen, ist, dass der Irak keinen Strom mehr kaufen darf aus dem Iran. Ein Drittel des Stroms des Iraks kommt aber derzeit aus dem Iran und niemand weiß, wie das ersetzt werden soll. Das ist einfach in Washington beschlossen worden. Das wird natürlich die Menschen im Irak auch für immense Probleme stellen, was dann auch wiederum mit der Sicherheitslage im Irak zu tun hat. Nicht nur die iranische aggressive Politik, sondern das ist natürlich Wasser auf den Mühlen derjenigen, die Amerikaner dort stets versuchen zu bekämpfen. Diese beidseitige Ignoranz führt dazu, dass in Teheran und in Washington die Hardliner sich derzeit die Hand reichen. Und das Problem ist, dass in zahlreichen Staaten, in zahlreichen Schauplätzen am Persischen Golf, im Persischen Golf, in Libanon, im Irak, in Syrien, in Afghanistan, in Jemen, die iranischen und die amerikanischen Soldaten teilweise Nase an Nase voneinander stehen. Wenn einer auch nur die Nerven verliert, dann ist die Lunte extrem kurz, dass die Situation massiv eskaliert. Und das liegt an der derzeitigen Sprachlosigkeit. Und deshalb stelle ich mir die Frage, warum in dieser Sekunde nicht der Außenminister dorthin fährt, am besten mit den EU-Kollegen, um zu vermitteln, damit wenigstens diese Eskalation nicht kommt. Jetzt habe ich diesen Vorschlag neulich gemacht und es hieß dann aus der Union und aus der FDP, ja, was soll er denn da tun? Ja, das ist doch der Sinn von Diplomatie, dahin zu fahren, um wenigstens die akute Kriegsgefahr anzusprechen, wenigstens zu drängen, damit die Iraner mit den Amerikanern ins Gespräch kommen, das Amerikaner ein Gesprächsangebot annehmen, damit es wenigstens so etwas gibt wie ein rotes Telefon, damit die Situation am Persischen Golf nicht eskaliert. Und ja, es gibt auch einige Angebote, die man machen kann. Hilfe bei der Dürre im Iran. Zum Beispiel anbieten, dass Krebsmedikamente wieder ins Land kommen, weil wir uns darum kümmern, weil die zurzeit wegen den Sanktionen nicht reinkommen. Natürlich die Frage stellen, ob der Iran denn ernsthaft glaubt, ein Wettrennen, um die Atombombe mit Saudi-Arabien zu gewinnen, wo sie eine bauen müssen, während die Saudis einfach nur eine Bombe kaufen können. Das anzusprechen ist zwingend notwendig. Es geht wirklich darum, einen Krieg zu verhindern, der wahrscheinlich noch dramatischere Folgen auch für uns hätte, als der Irakkrieg, der verheerend genug war 2003, weil am Ende eines solchen Konfliktes steht nicht nur Verdammnis und Verderben, sondern auch noch eine nuklearisierte Zone in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Soweit die Rede von Omid Nuripur, Bündnis 90 Die Grünen, der hier unter anderem den Blick gerichtet hat auf die Lage der Bevölkerung im Iran, die leidet unter den Sanktionen. Weiter geht es mit Norbert Röttgen, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Er gehört der CDU an. Beschrieben worden. Ich schließe mich dieser Beschreibung an. Sie ist wirklich ernst, sie ist wirklich besorgniserregend. Ich möchte mich darum in meinem kurzen Beitrag nur einer Frage zuwenden, nämlich der Frage, was können, was müssen wir tun? Was ist die Schlussfolgerung für uns? Meine erste Anmerkung dazu ist die Frage, wer ist wir? Ich glaube eben nicht,
dass wir die deutsche Politik ist, sondern es muss unmissverständlich klar sein, dass das Handlungsformat in dieser Frage die E3, die drei europäischen Staaten, Frankreich, Großbritannien und Deutschland sind, plus die Hohe Beauftragte. In dem Format müssen wir handeln. Und Aktionismus bringt hier nichts, sondern Realismus ist gefragt, meine Damen und Herren. Die zweite Frage ist, was soll denn in diesem europäischen Handlungsformat geschehen? Ich bin der Überzeugung, dass wir eine, wir im eben definierten Sinne, dass wir eine politisch-diplomatische Initiative einbringen müssen, entwickeln müssen, die natürlich den unbedingten Einsatz für das Nuklearabkommen zum Inhalt hat, die aber gleichzeitig darüber hinausgeht. Wir müssen uns auf mehr vorbereiten, als nur auf der Position zu beharren, es muss dieses Nuklearabkommen aufrechterhalten werden. Das müssen wir, aber es reicht nicht mehr. Denn in dem Fall, dass Iran sich teilweise oder ganz aus dem Abkommen zurückzieht, ist dieses Abkommen tot. Auf diesen möglichen Fall müssen wir uns jetzt schon vorbereiten. Nein, wir müssen es verhindern. Ja, wir müssen es zu verhindern versuchen, aber manchmal passieren Dinge, die wir nicht wollen. Und darum müssen wir uns auf diese Dinge, die passieren, obwohl wir sie nicht wollen, einrichten, meine Damen und Herren. Wir müssen vorbereitet sein. Zweitens, selbst wenn Iran nicht aussteigt, können wir die Folgen, die der Komplettausstieg und die Wiedereinführung der Sanktionen durch die USA haben, nicht ignorieren. Wir müssen auch realistisch zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht die Möglichkeit haben, wir haben es sorgfältig analysiert, die wirtschaftlichen Folgen, die die Sanktionen der USA haben, zu kompensieren. Das knüpft an die einzigartige Stellung des Dollar im internationalen Finanzsystems an. Wir haben nicht die Möglichkeit, das auszugleichen und zu neutralisieren. Das müssen wir wissen und wir müssen es sagen. Und drittens ist in dieser, sind in dieser Frage in der, oder wirft Iran nicht nur diese Nuklearfrage auf, sondern zahlreiche regionale Konflikte sind nur da und werden verschärft durch iranische Politik. Das heißt, wir müssen uns diesem Phänomen nähern und eine politische Antwort darauf entwickeln. Wie könnte diese aussehen, diese politische Initiative, die wir zusammen machen? Ich glaube, diese Initiative muss der Politik der USA Rechnung tragen, weil sie ein Realfaktor in der Region ist. Und zu glauben, wir könnten antagonistisch und dauerhaft konträr erfolgreich sein, glaube ich, ist keine realistische Annahme. Und zweitens müssen wir versuchen, der Interessenlage Irans Rechnung zu tragen. Ist das möglich? Nach meiner Einschätzung sieht Donald Trump, der amerikanische Präsident, sich nicht als Krieger, sondern als Dealmaker. Ich würde auch, Kollege Graf Lambsdorff, nicht jede Ankündigung der amerikanischen Regierung, dass sie nicht militärisch sich engagieren will, als verdeckte Ankündigung einer militärischen Intervention interpretieren. Ja, nicht jede. Also ich glaube nicht, dass es das Interesse ist. Ich glaube, dass Trump die Soldaten nach Hause holen will vor seiner Präsidentschaftswahl und dass er nicht neue Kriege starten will. Das ist meine Einschätzung. Er hat auch die Iraner aufgefordert zu Verhandlungen. Er hat gesagt, kommt an den Tisch, um zu verhandeln. Das Interessante war, dass der iranische Staatspräsident Rouhani nicht kategorisch erklärt hat, das kommt überhaupt nicht in Frage, sondern der iranische Staatspräsident hat gesagt, so nicht. Aber er hat nicht kategorisch Nein gesagt. Bemerkenswert in dieser Lage. Das heißt, da ist ein Faden noch vorhanden zwischen beiden Staaten, USA und Iran. Und dieser Faden besteht darin, dass trotz der Beschädigung und der Möglichkeit des Scheiterns des Nuklearabkommens, der zugrunde liegende Gedanken dieses Abkommens nicht zerstört und beschädigt ist. Nämlich der zugrunde liegende Gedanken war, ein Geschäft zu machen, das Sicherheit vor Iran und wirtschaftliche Entwicklung im Iran in ein Austauschverhältnis gebracht wird. Das ist der Grundgedanke des Nuklearabkommens. Ich glaube, wenn man den jetzt immer weiter nur auf das Nuklearabkommen bezieht, dann sind wir in einer Sackgasse. Aber wenn man es ausdehnt, wenn man auch die anderen Konflikte dieser Region dazu nimmt, also wenn man ein einzelnes, nicht lösbares Problem vergrößert, dann könnten sich neue Möglichkeiten der Verhandlungsparität, der Verhandlungsbereitschaft ergeben.
Das wird nicht von den USA ausgehen, nicht von Iran, sondern das ist einer der Möglichkeiten, die die Europäer haben. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir dies entwickeln, weil es an uns liegt. Wir müssen grundlegend erkennen, mein letzter Satz dazu, obwohl wir es uns auch nicht gewünscht haben, dass wir gegenüber der gesamten Region ein politisches Verhältnis entwickeln müssen. Das Schicksal dieser Region und das Schicksal Europas sind für lange Zeit nicht mehr voneinander zu trennen. Und es gibt kein anderes Land, das unsere Interessen wahrnimmt. Wir müssen es selber tun, wir die Europäer. Danke sehr. Norbert Röttgen war das, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Das Schicksal Europas und des Nahen Ostens sind eng miteinander verbunden, hat er unter anderem gesagt. Nächster Redner Lothar Mayer für die AfD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Lage in der Krisenregion ist brandgefährlich. Die Vereinigten Staaten haben ein beachtliches militärisches Potenzial dort zusammengezogen in den letzten Tagen und Wochen, zu dem man das Israelische wahrscheinlich im Konfliktfall wird hinzurechnen müssen. Angesichts dessen, dass die Vorredner eigentlich alle abgehoben haben auf die Aggressivität des Irans, lohnt es sich, glaube ich, schon zu fragen, wie aggressiv ist der Iran eigentlich tatsächlich und wie aggressiv war er in den vergangenen 20 oder 25 Jahren? Wie verlässlich ist das Land als Vertragspartner? Und ich denke, es lohnt sich, diese Analyse nicht nur aus der Sicht der Europäer oder der Amerikaner, sondern auch aus der des Irans zu versuchen. Die Außenwahrnehmung der Politik des Irans ist ganz gewiss die eines aggressiven Staates, und zwar seit 1979, bereits seit der Machtübernahme des islamisch-klerikalen Regimes, gekennzeichnet, das ist ja alles bekannt, durch einen rabiaten, auch oftmals gewalttätigen Anti-Amerikanismus, durch Vernichtungsdrohungen gegen Israel, durch militärische Interventionen in Syrien, in Libanon, in Jemen und, wenn das zutrifft, was man zuletzt gehört hat, neuerdings auch noch in Venezuela, wo iranische Militärberater aufgetaucht sein sollen. Dazu kommt die atomare Aufrüstung, die im Anfangsstadium steht, die durch das JCPOA unterbrochen worden ist, die Raketenentwicklung. Das alles sind Parallelen eigentlich wie Nordkorea. Auch das ein Staat, der auf atomare Sicherheiten abstellt, ein Staat mit einem riesigen militärischen Potenzial, das allerdings in großen Teilen veraltet und kaum einsatzbereit ist. Auch das gilt sicherlich für das militärische Potenzial des Irans. Und schließlich oder auch als erstes ein unduldsames, autoritäres bis totalitäres Regime, das keinen Widerspruch duldet und das auch massive wirtschaftliche Nachteile für das Land in Kauf nimmt, wenn es das aus außenpolitischer Sicht für passend hält. Aus iranischer Sicht würde man dagegen halten, dieses Regime war kaum zur Macht gekommen 1979, als es auch schon in einen jahrelangen Krieg, einen Kampf auf Leben und Tod mit dem irakischen Nachbarstaat gezwungen wurde, der zu enormen, ungeheuren Verlusten an Menschenleben gerade auf iranischer Seite geführt hat. Und daher das eigentlich natürliche Bestreben, kein feindseliges und hochgerüstetes Regime direkt an seiner Grenze zu dulden. Das erklärt manche der Aktivitäten des Iran im Irak, aber auch in Syrien. Dazu kommen über Jahrzehnte hinweg Opfer und Leiden, die durch die amerikanischen und andere Sanktionen entstanden sind, und auch das Selbstverständnis des Irans als Schutzmacht der Schiiten in dieser Region. Es gibt nun einen unauflöslichen Widerspruch. Man kann entweder als Iran Atomwaffen, Atomrüstung als angebliche Lebensversicherung haben, oder man kann in die Weltwirtschaft eingebunden sein und versuchen, die eigene Wirtschaft und den eigenen Wohlstand aufzubauen. Beides zugleich schließt sich wechselseitig aus.
Und die Frage ist nun, was obsiegt in diesem Land? Der Fanatismus, der Religiöse, der sich vor allem in den Revolutionsgarden manifestiert, die auch Träger der militärischen Macht dort in erster Linie sind, oder die diplomatische Vernunft? Was von uns beizutragen ist, das ist im Grunde nicht sehr viel. Es ist die notwendige Einflussnahme auf die iranische Regierung in dem Sinne, dass sie das JCPOA nicht aufkündigt und dass sie selbst dann, wenn das geschehen sollte, in die Urananreicherung nicht wieder eintritt. Und es ist selbstverständlich auch die notwendige Einflussnahme auf die Vereinigten Staaten und auch auf Israel letzten Endes, es nicht zum Äußersten kommen zu lassen und auch auf Provokationen, wie sie ja bereits geschehen, nicht mit großer Gewalt zu antworten. Mehr, sehr viel mehr wird uns nicht möglich sein. Wir haben ja auch keine militärischen Ressourcen in dieser Region. Insofern bin ich wirklich der Überzeugung, dass die von Paul Hampel angeführte, wünschenswerte, große Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen Osten die Lösung sein wird, die Internationalisierung dieses Konflikts. Dankeschön. Die Analyse von Lothar Mayer war das für die AfD-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Nils Schmidt, der außenpolitische Sprecher der SPD. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Lage im Nahen Osten ist brandgefährlich. Wir haben eine Zusammenballung von Krisen, Kriegen und Konflikten, die wir nur in den düstersten Farben beschreiben kann, die Nachwirkungen der US-Intervention im Irak, der Bürgerkrieg in Libyen, der furchtbare, lang andauernde Krieg in Syrien, der Jemen-Konflikt, humanitäre Katastrophe, die regionalen Aktivitäten, negativen Aktivitäten des Iran, eine zunehmend offensive, eigenständige und mit massiver militärischer Aufrüstung verbundene Außenpolitik von Saudi-Arabien und Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich selber als regionalpolitischer Player verstehen. Und natürlich im Hintergrund seit vielen Jahrzehnten der ungelöste Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis. Und in diese düstere Lage hinein kam das Nuklearabkommen mit dem Iran. Der erste Lichtblick von Diplomatie in dieser Region, das erste Mal, dass zumindest ein Teilkonflikt in der Region mit diplomatischen Mitteln durch eine völkerrechtliche Vereinbarung, durch eine vom UN-Sicherheitsrat auch zertifizierte Vereinbarung gelöst worden ist, mit Unzulänglichkeiten. Jeder wusste, es ist nur der Ausgangspunkt für weitere notwendige, harte Gespräche mit dem Iran über seine ballistische Raketenaufrüstung, über seine regionale Rolle. Aber dennoch, es war der Triumph der Diplomatie. Und umso unverständlicher ist es, dass ausgerechnet die Amerikaner dieses in Frage gestellt haben. Denn was sollen denn andere Länder in der Welt als Lehren aus dieser Kündigung ziehen? Der ein Abkommen über nukleare Abrüstung schließt, wird von den Amerikanern verstoßen, wird mit einer Kündigung bedacht. Der die Atomwaffen in der Hand hat, bekommt ein Gipfeltreffen mit dem amerikanischen Präsidenten im Falle Nordkoreas. Und genau das ist aus meiner Sicht ein Grundfehler der amerikanischen Außenpolitik, dass hier die Verhältnisse völlig verschoben worden sind und dass Diplomatie zurückgestellt worden ist zugunsten von maximalen Druck. Und deshalb ist für uns als SPD völlig klar, wir wollen dieses Atomabkommen aufrechterhalten. Wir wollen weiterhin auf Diplomatie setzen. Und wir wollen auch dem Iran deutlich machen, als unserem Vertragspartner, da gibt es keine Ausflüchte. Wenn ihr anfangt, die Grenzen des Atomabkommens zu sprengen, dann ist das Atomabkommen am Ende. Und dann gibt es nur den Rückfall zu automatisch wieder in Kraft zu setzenden Sanktionen. Das muss der Iran wissen. Es gibt kein Finanzieren, kein Fingerzeigen auf die Amerikaner oder anderen Partner, sondern der Iran hat es selber in der Hand, dieses Atomabkommen aufrechtzuerhalten. Genauso klar sagen wir unseren amerikanischen Freunden, eine weitere Militärintervention der USA in dieser Region würde zum Kollaps des gesamten Nahen und Mittleren Ostens führen. Das wäre fatal
Und deshalb ist für uns klar, Deutschland wird sich an einem Militäreinsatz im Iran gegen den Iran nicht beteiligen. Das sagen wir genauso deutlich den amerikanischen Partnern. Und wir sagen, weisen auch unsere amerikanischen Partner darauf hin, dass es selbstverständlich im Falle eines Falles nicht um einen Bündnisfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrages handeln würde. Das müssen die Amerikaner auch wissen, wenn sie jetzt so ein Säbelrassen am Persischen Golf veranstalten. Entscheidend für uns ist, dass wir jetzt alle Mittel der Diplomatie zur Deeskalation einsetzen. Und ich bin skeptisch gegenüber denjenigen, die sagen, wir müssen jetzt das große Fass aufmachen und alle Probleme an einen Tisch bringen. Das Vorgehen beim Nuklearabkommen war genau das Gegenteil. Viele Jahre lang hat man versucht, mit dem Iran über alles Mögliche zu reden. Und dann hat man sich entschieden, das drängendste Problem, nämlich die nukleare Aufrüstung des Irans, anzugehen und dazu eine Lösung zu finden und zu glauben, es würde besser werden, wenn man jetzt alle Themen auf einen Tisch legt, das halte ich für verwegen, sondern wir müssen alles dafür tun, dass der Ausgangspunkt, nämlich die Vermeidung einer nuklearen Aufrüstung des Irans, weiterhin Bestand hat und dass wir als EU alles dafür tun, dass die wirtschaftlichen Vorteile des Irans aus dem Abkommen auch wirklich sichtbar werden. Und dazu gehört aus meiner Sicht, dass wir wesentlich engagierter INSTEX aufbauen, dass wir wesentlich engagierter dafür uns einsetzen, dass Nicht-EU-Staaten sich an INSTEX beteiligen und dass wir damit nach und nach ein Volumen generieren, das auch für den Iran ein Festhalten an diesem Atomabkommen attraktiver macht. Und schließlich gehört dazu ein geschlossener Auftritt der EU, auch im Rahmen der UN, auch der Hinweis im Rahmen der UN-Organe, Sicherheitsrat und Generalversammlung, dass wir eine friedliche Lösung der Konflikte in der Region wollen und dass Einsatz von militärischen Mitteln der falsche Weg ist. Vielen Dank. Soweit Nils Schmid für die SPD-Fraktion, der hier, wie viele andere Vorredner betont hat, dass der militärische Einsatz verfehlt sei. Ein Bündnisfall der NATO, hat er gesagt, liege auf keinen Fall vor. Weiter geht es mit Sevim Dadelen. Für die Linksfraktion, sie ist Sprecherin für Abrüstungspolitik. Es schien, als hätten Sie ein altes Redemanuskript hier vorgetragen, weil die aktuelle Zuspitzung gerade im Persischen Golf, wo die Kriegsgefahr eigentlich minütlich schon wächst, überhaupt nicht wahrgenommen wird in Ihrem Redemanuskript. Seit Tagen läuft der militärische Aufmarsch der USA an und heute überschlagen sich auch die Eilmeldungen. Die USA haben ihr Botschaftspersonal im Irak abgezogen. Die Bundesregierung setzt die Ausbildungsmission der Bundeswehr im Irak hastig aus. Und die Bundesregierung sagt gar nichts dazu gegenüber Öffentlichkeit und Parlament, warum die Bundeswehrmission so hastig dort jetzt ausgesetzt wird. Was weiß die Bundesregierung über die Pläne der USA? Das wollen wir von Ihnen wissen, Herr Manz. Von Seiten der Trump-Administration sind öffentlich immer mehr direkte Drohungen zu vernehmen, im Iran militärisch einzugreifen. Bomb Iran fordert der US-Sicherheitsberater James Bolton schon seit Jahren. Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders warnte dazu heute Nacht, ich zitiere, John Bolton will uns in einen Krieg gegen den Iran lügen, wie er es bereits im Fall des Irak getan hat. Und wie sie es im Fall Vietnam getan haben, Zitat Ende. Und ich sage Ihnen, auch wir in Deutschland und Europa wollen nicht in einen Krieg gelogen oder auch getrieben werden. Und hierbei ist es wichtig, dass man auch hier Klartext spricht. Bereits die Androhung von Gewalt durch die USA ist ein eklatanter Verstoß gegen Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta und stellt einen Bruch des Völkerrechts dar. Wieso verurteilt die Bundesregierung diese US-amerikanischen Kriegsdrohungen nicht als das, was sie sind, nämlich ein Bruch des Völkerrechts? Und ich finde, es ist auch ein Armutszeugnis ohnegleichen, dass die Bundesregierung der Torpedierung des Iran-Atomabkommens durch die USA nichts Substanzielles entgegengesetzt hat. Sie erwarten, dass Iran sich an dem Atomabkommen hält, immer noch.
Ja, aber wir halten uns doch selber nicht dran. Das Iran-Geschäft ist doch zu über 50% zurückgegangen. Deutsche Unternehmen werden durch die US-amerikanischen Sanktionen unter Druck gesetzt und sie ziehen sich raus aus dem Geschäft. Und deshalb ist hier Aufwachen das Gebot der Stunde und nicht so zu tun, als wenn wir hier vor einem Jahr die Situation hätten. Worum geht es den USA? Geht es um Demokratie und Menschenrechte oder eben um einen Regime-Change? Um einen durch eine Militärintervention unterstützten Putsch, um die Ressourcen des Landes unter Kontrolle zu bringen und den Iran als einen geopolitischen Widersacher des eigenen Verbündeten, nämlich der Kopf-ab-Diktatur Saudi-Arabien, auszuschalten in der Region. Ein Blick in die Geschichte der amerikanisch-iranischen Beziehungen zeigt, dass es zumindest in der Vergangenheit kein einziges Bemühen der USA um demokratische Verhältnisse im Iran gab. 1953 unterstützte die CIA den Putsch gegen den demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Mossadegh, weil er sich erdreistet hatte, die Ölreserven des Iran zu verstaatlichen und damit dem Zugriff westlicher Konzerne zu entziehen. Und in der Folge unterstützte Washington jahrzehntelang die blutige Diktatur des Schahs. Und vor diesem Hintergrund muss man sich natürlich auch die andere Bilanz mal anschauen von Regime-Change-Politik. 2003 wurde der Irak überfallen und Saddam Hussein gestürzt. Die Folge war die Zerstörung der ganzen Region und der Aufstieg der islamistischen Banden wie Al-Qaida oder IS. Der Regime-Change wurde damals durch einen Wirtschaftskrieg vorbereitet. Auf die Frage, ob es noch vor dem Krieg notwendig war, durch Boykott von Medikamenten und Nahrungsmitteln den Tod von 500.000 Kindern im Irak zu verantworten, antwortete die damalige US-Außenministerin Madeleine Albright, ich zitiere, ich glaube, das ist eine sehr schwere Entscheidung, aber der Preis, wir glauben, es ist den Preis wert. Zitat Ende. Wer über 500.000 Kinderleichen geht, um eine unliebsame Regierung zu stürzen, der ist ein Verbrecher. Und unsere Aufgabe als Demokraten ist es, nicht zuzusehen, wenn diese Verbrecher das nächste große Verbrechen in der Region jetzt begehen. Und deshalb ist jetzt Handeln angesagt, bevor es zu spät ist. Sagen Sie klar und deutlich Nein zum Krieg gegen den Iran. Sagen Sie klar und deutlich Nein zu den Überflugrechten der USA über Deutschland und Europa. Und sagen Sie auch klar und deutlich Nein zu der Nutzung der US-Stützpunkte in Deutschland für die Kriegsvorbereitungen. Erst dann ist die Bundesregierung glaubwürdig, wenn sie behauptet, dass sie gegen die Eskalation und gegen einen neuen Krieg in der Region ist. Soweit Sevim Dalilan für die Linksfraktion, die Bundesregierung hier mit deutlichen Worten zu einer klaren Sprache gegenüber den USA aufgefordert hat. Weiter geht es mit Jürgen Hart, dem außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu meiner Vorrednerin möchte ich nur sagen, mit plumper antiamerikanischer Polemik werden wir die Krise mit Sicherheit nicht in den Griff bekommen. Denn bemerkenswert ist ja, dass im Grunde die gesamte Welt, und das hat sich ja auch in der UN-Resolution ausgedrückt, letztlich im Blick auf das Ziel sich einig ist. Wir wollen den Iran, diplomatisch ausgedrückt, einhegen. Wir wollen insbesondere seine vier aggressiven Handlungsweisen, planen, eine Bombe zu bauen, Raketen zu entwickeln, die diese Bomben verschießen können, zum Beispiel nach Israel oder sogar nach Europa, die massive anti-israelische Propaganda, die der Iran regional, überregional und weltweit ausspeit und nicht zuletzt natürlich die Förderung des Terrorismus des Iran im Jemen, in Syrien, im Irak, im Libanon, an der Grenze zu Israel, im Norden Israels und im Gazastreifen ganz massiv, wie wir es in den letzten Tagen erlebt haben. Wir sind uns in den Zielen einig, aber es gibt seit der Diskussion um das Atomabkommen den nicht überwundenen Konflikt oder die nicht überwundene Meinungsverschiedenheit, was die richtige Strategie ist. Und auch schon zu Obamas Zeiten, der das Abkommen ja mit verhandelt, unterschrieben, befördert hat, hat es einen Streit darüber gegeben, ob der Iran eigentlich durch die Wirtschaftssanktionen schon an einem Punkt sei, wo er zu wesentlich weiteren Zugeständnissen bereit sein müsste, als er das am Ende bei dem Abkommen getan hat. Wir Europäer haben immer gesagt, dass wir das bezweifeln, dass dieser Zustand erreicht ist. Und wir glauben bis heute,
dass letztlich natürlich andere in der Welt das im Zweifel gar nicht zulassen würden, dass es so eine Art Kapitulation, politischen Kapitulation des Iran gegenüber der amerikanischen Drohung kommt, weil natürlich zum Beispiel Russland, aber auch andere das nicht zulassen würden, dass Iran in dieser Weise vorgeführt wird. Und deswegen sagen wir, diese massive Druck- und Drohtaktik mit Wirtschaftssanktionen, das Land auf die Flurplatten zu zwingen, wie man bei der Marine sagen würde, das wird nicht verfangen. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen den Weg über dieses Abkommen. Es gibt ein arabisches Sprichwort, ein Vogel in der Hand ist besser als 10 Vögel auf dem Baum. Viele fühlen sich erinnert an unser europäisches Sprichwort von dem Spatzen und der Taube. Wenn verschiedene Kulturen zur Beschreibung eines vergleichbaren Phänomens einen ähnlichen Sinnspruch haben, dann könnte man ja darüber nachdenken, ob vielleicht was dran ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns im Blick auf das CCPOA auch mehr erhofft haben. Wir haben gedacht, damit öffnen wir ein Stück weit die Türen des Iran für die Welt. Wir animieren die jungen Menschen im Iran zu sehen, dass es auch noch etwas anderes gibt als Wächterrat und Mullah-Regime. Wir kommen in eine neue Dimension der Gespräche im Blick auf die übrige aggressive Handlungsweise ran. Das hat sich leider alles nicht erfüllt. Und dennoch, im Blick auf das Ziel der Verhinderung der atomaren Bewaffnung, hat uns das Abkommen tatsächlich ein Stück weitergebracht, als es vorher der Fall war. Und die massive Kritik, die ich an der amerikanischen Regierung übe, ist, dass die amerikanische Regierung, das ist im Übrigen in der Handelspolitik auch nicht anders, dass der amerikanische Präsident Dinge, die er sicher auf der Habenseite hat, zum Beispiel ein solches Abkommen, zum Beispiel entsprechende Handelsvereinbarung, riskiert, ohne tatsächlich diese Lücke füllen zu können mit einer besseren Alternative. Es ist ein ungeheures Wabonspiel, darauf zu setzen, dass man vielleicht in der Zukunft mehr erreicht, als man heute in der Hand hat, und es vor diesem Hintergrund leichtfertig aufzugeben. Und ich finde, das ist die wirklich neue Dimension in der amerikanischen Politik, dass das überlegte, besonnene, kluge Vorgehen ersetzt wird durch diese eruptive, man könnte fast sagen, er hat Schumpeter, zerstörerischer, kreativer Prozess, falsch verstanden. Ja? Also man muss schon wissen, was man am Ende wie neu bauen will, wenn man etwas aufgibt oder einreißt. Und diesen Eindruck haben wir leider nicht. Deswegen sind wir in einer ausgesprochen schwierigen Situation. Ich finde, dass der Bundesaußenminister, dass die Bundesregierung auf der europäischen Ebene da eine gute Politik mit vertritt und auch mit durchgesetzt hat. Ich hatte allerdings auch meinen Zweifel, ob wir tatsächlich eine Chance haben, das Abkommen zu erhalten. Aber dieses Abkommen, dieser Spatz in der Hand, ist besser als die Taube auf dem Dach. Und wenn man mit israelischen Wissenschaftlern, ehemaligen Generalen, Thinktankern hinter den Kulissen spricht, hört man sogar aus israelischen Mündern, naja, wir würden uns natürlich etwas anderes vorstellen im Blick auf den Iran, aber das Abkommen ist immerhin besser als nichts. Und deswegen sollten wir alles versuchen, die Amerikaner doch zum Umdenken zu bewegen. Herzlichen Dank. Die Amerikaner zum Umdenken bewegen, schlägt Jürgen Hart für die CDU-CSU vor. Weiter geht es mit Aydan Özoğuz für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was diese Debatte für mich ein Stück weit auszeichnet, ist, dass wir doch sehr genau sehen, in der Lage, in der wir im Moment sind und in der eben viele Länder im Moment sind, dürfen wir uns gerade nicht hingeben einer Schwarz-Weiß-Malerei. Es zeichnet Deutschland gerade aus, dass wir die Dinge sehr nüchtern betrachten, dass wir wirklich versuchen zu schauen, was passiert dort, und auch sehr nüchtern zu analysieren, was kann eigentlich unser Beitrag dazu sein, eine gewisse Rhetorik, eine gewisse Eskalation nun auch zu verhindern. Und ich möchte deshalb schon noch mal daran erinnern, es wurde in ein, zwei Beiträgen schon genannt, wie euphorisch wir eigentlich, und zwar viele von uns, im Jahr 2015 waren. Was war das eigentlich für eine Situation vorher? Und dann kam dieses Abkommen, dann kam dieser Pakt, der Joint Comprehensive Plan of Action, den wir hier immer so abkürzen, zwischen immerhin, ich meine China, Frankreich, Großbritannien, Russland,
Russland, USA, Deutschland und die EU haben mit dem Iran das vereinbart. Und wir waren damals doch ein Stück weit in so einem Gefühl, jetzt kann auch mehr Frieden im Nahen Osten möglich sein. Und gerade die Abrüstungsbemühungen weltweit könnten unterstützt werden. Und man darf auch nicht vergessen, das Abkommen kam zu einem Zeitpunkt, wo Iran eigentlich schon seine Atombombe hatte. Also es war ja wirklich kurz davor. Es war also wirklich ein richtiger, großer und wichtiger Schritt. Und wo stehen wir nun heute? Knapp 4 Jahre später haben wir eine enorme Ernüchterung. Wir haben eine gewichene Euphorie. Und der Ausstieg der USA aus dem Abkommen vor einem Jahr, für den es ja augenscheinlich zumindest keinen Anlass gab. Auch das muss man dann natürlich sagen. Also außer einem Wahlversprechen in einem Wahlkampf, was vielleicht darauf hindeutete, dass so etwas passieren kann, gab es zu dem Zeitpunkt keinen Anlass. Und dann die Wiederaufnahme von Wirtschaftssanktionen haben natürlich eine Eskalation in Gang gesetzt. Das ist heute brandgefährlich, auch das wurde schon gesagt. Und wir müssen deshalb sehr genau darauf achten, wie wir alle Parteien eigentlich wieder von diesen Bäumen ein Stück weit runterbekommen, auf die sie sich begeben haben. Um das mal einmal hier auch deutlich zu sagen, bisher konnten wir uns immer darauf verlassen, dass Nachfolgeregierungen Verabredungen ihrer Vorgänger so lange einhalten, bis alle Vertragspartner Änderungen zugestimmt haben. Und das ist in diesem Fall ja nun leider nicht passiert. Und ich glaube, daran müssen wir sehr stark erinnern, denn es ist ein fatales Signal. Vertrauen und Verlässlichkeit sind die wichtige Grundlage für internationale friedliche Beziehungen zueinander. Und nun gab es diesen Höhepunkt noch in Wirtschaftssanktionen und ich finde schon militärischen Drohgebärden. Wir haben ja im Moment das Telefon alle neben uns, sehen jeden Moment neue Nachrichten ankommen, die uns nun nicht gerade ruhig stimmen. Das Ultimatum des Iran, dass wir alle zurückweisen, was natürlich nicht sein darf, in 60 Tagen nun eine Lösung zu finden. Aber ich glaube, es ist richtig deshalb, dass die Bundesregierung und ihre EU-Partner sehr deutlich machen, ja, wir lehnen ein solches Ultimatum ab. Wir wollten immer an diesem Abkommen festhalten. Der Außenminister hat das auch noch mal deutlich gemacht. Wir haben einen europäischen Weg beschrieben. Und auch die Vertragspartner China und Russland sind in diese Gespräche eingebunden und weichen ja nicht dem aufgebauten Druck. Deshalb muss man hier festhalten, eine weitere Verschärfung des Konflikts oder gar ein Krieg muss unter allen Umständen verhindert werden. Und dazu müssen wir sehr laut, natürlich auch von dieser Stelle, rufen, dass wir uns für einen friedlichen Dialog einsetzen wollen und zu einer Lösung dieses Problems. Wir müssen auch dem Iran deutlich machen, welchen Nutzen das Abkommen bringt. Wir müssen aufzeigen, wie ein ausreichendes Maß an Export für die Wirtschaft, humanitäre Versorgung für die Bevölkerung eben auch wieder möglich sein kann. Es ist doch das iranische Volk, was am allermeisten leidet unter den aktuellen Sanktionen. Einige Redner haben das angesprochen. Und die Wirtschaft wird eben in die Knie gezwungen. Und was mir wirklich Sorgen macht, ist, wenn hier keine Verbesserung zutage kommt, dann muss man doch befürchten, dass große Teile der iranischen Bevölkerung, die sich bis heute für Demokratie, für eine offene Gesellschaft, für eine Annäherung an Europa eingesetzt haben, dass die sich, Frauen, Gewerkschafter, auch von uns abwenden, weil sie völlig frustriert sind, dass wir sie dort alleine lassen und diese Rhetorik einfach gebären lassen. Also da müssen wir wirklich sehr deutlich darauf achten, dass das nicht sein darf. Mein letzter Punkt. Auch die zugesagten Erleichterungen müssen hier vorangetrieben werden. Ich glaube doch, auch wenn wir das sicherlich noch besprechen müssen, dass dieser neu entwickelte Finanzmechanismus INSTEC verkündet werden muss. Aber es muss eben auch eine erste Transaktion nun bald durchgeführt werden, sonst ist das natürlich wirkungslos. Ich sage es noch einmal, wir akzeptieren keine Ultimaten, aber wir sollten denjenigen im Iran helfen, die das Abkommen JCPOA unterstützen. Die Operationalisierung, Entschuldigung, von INSTEC ist hier entscheidend. Kollegin und unsere Wieso, diplomatischen Beziehungen setzen.
Ja, ich bin fast fertig. Müssen weiter gestärkt werden. Vielen Dank. Die Rede von Aydan Özus. Vertrauen und Verlässlichkeit seien die Grundlagen für friedliche Beziehungen, hat sie gesagt. Nach ihrer jetzt Mario Miruch, der Fraktionslose oder einer der fraktionslosen Abgeordneten hier im Bundestag. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Vor einem Jahr stand an dieser Stelle meine Kollegin Frauke Petri und zählte bereits auf, wo und warum es hakt. Das Abkommen selbst ist eigentlich kein echter Vertrag, sondern mehr ein Commitment. Zeitverzögerte Inspektionen, die 24 Tage vorher angekündigt werden und den Mullahs genügend Zeit geben, ihre nuklearen Absichten zu verstecken. Die angebliche friedenserhaltende Wirkung, die leider nur eine europäische Illusion war, weil man an sie glauben wollte, während der Iran munter weiterhin Milizen in der arabischen Welt unterstützte oder auch Material an die Hamas liefert. Das Problem der Sunset-Klausel, was wohl mit der Urananreicherung passiert, wenn das Abkommen ausläuft. Und der hehre Wunsch der Europäer, zugleich Freund Israels und Freund Irans sein zu wollen. Das ist leider ein realitätsferner Wunschtraum, der sich nicht erfüllt hat und auch nicht erfüllen kann in einer Region, wo nur der Feind eines Feindes ein temporärer Freund ist und als wesentliche Maxime nach wie vor immer noch die Vernichtung Israels zu hören ist. Die Bundesregierung hat in dieser Situation nicht auf ihre Verbündeten gehört, weder auf die in den USA noch auf Israel. Im Gegenteil, nie war unser Verhältnis zu den USA und zu Israel gleichermaßen schlecht. Wenig verwunderlich, wenn unsere eigene Israel-Politik oft im offenen Gegensatz zu der mit dem Iran steht. Hier im Parlament wird das nicht nur von der Regierungsfraktion mitgetragen, sondern halt eben auch von den Fraktionen der Linken, der Grünen und der FDP, die sich an anderer Stelle zurzeit sehr stark für Israel einsetzen wollen. Die USA zum Sündenbock machen zu wollen, ist aber auch viel zu einfach, denn 2016, also quasi kaum ein halbes Jahr nach dem Abschluss dieses Commitments, war es der Iran selbst, der mit Raketentests gegen diese Vereinbarung verstieß. Und Trump ist auch nicht einfach ausgestiegen, sondern er hat ganz klar deutlich gemacht, er will einen besseren Deal. Und das wurde ja vorhin auch schon angesprochen, die Gesprächsbereitschaft ist nach wie vor da. Handfest mit echten, verifizierbaren Ergebnissen soll es werden. Statt nun mutig den Provokationen aus Teheran entgegenzutreten, stellt sich die Frage, ob wir uns hier in Geiselhaft begeben wollen und vor allen Dingen wofür. Dass China und Russland das Atomabkommen einhalten, entspricht ihren eigenen geopolitischen und strategischen Zielen, ist also überhaupt nicht verwunderlich. Die EU scharrt dagegen um ein Linsengericht wirtschaftlicher Interessen und ideologischer Moralattitüden, weil man sich für besser hält als die Amerikaner. Und aus Angst vor einer medial angeheizten Eskalation lässt man sogar die deutsche Staatsräson fallen, nämlich die Sicherheit Israels. Die Schließung von Botschaften, die vorhin angesprochen wurde, würde ich auch nicht als Angst vor dem Krieg interpretieren, sondern es ist eine Vorsorge bei massiv gestiegenem Anschlagsrisiko. Ich erinnere hier sehr ungern an Benghazi zum Beispiel. Krieg wollen weder die USA noch der Iran. Ich denke, auch das sollte jedem klar sein. Denn das wäre am Ende kein 1-zu-1-Krieg, sondern es wäre ein wirtschaftlicher Stellvertreterkrieg. Wir sollten uns also schnellstens entscheiden zwischen dem Regime in Teheran und der israelischen Demokratie, zwischen unseren transatlantischen Bündnispartnern oder den Wirtschaftsinteressen Pekings. Ein neuer, ein echter Deal steht dem gar nicht im Wege. Der Iran war mit der Entwicklung bürgerlicher und religiöser Freiheiten schon sehr viel weiter. Und mit einem neuen Abkommen könnten die Mullahs beweisen, ob sie echte Veränderungen zulassen wollen. Die Hand sollten wir ihnen reichen. Mit klar definierten Standpunkten und ganz klaren Erwartungen. Danke. Soweit die Ansicht von Mario Miruch. Nächster Redner ist jetzt Christian Schmidt, CDU-CSU. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist sehr deutlich geworden in dieser Debatte, dass wir mit den USA und mit Israel gemeinsam die Sicherheit in dieser Region gefährdet sehen durch eine aggressive, auch nukleare Entwicklung im Iran, der wir seit Jahrzehnten entgegentreten mit unterschiedlichen Mitteln. Ich darf daran erinnern, dass wir in den 90er Jahren sehr evidente Hinweise hatten, die auch unser Land und Aktivitäten, die illegal in unserem Land waren, betroffen haben, wo man versucht hat, die Zentrifugen, die zur Urananreicherung im Iran benötigt werden, aus verschiedenen Komponenten hier zusammenzubauen, nicht hier in Deutschland, sondern im Iran. Und dass wir
mit teils sehr konkreten Berichten der Nachrichtendienste immer wieder darauf hingewiesen waren, dass ob nun 12 Monate oder 2 Jahre, aber immerhin in Reichweite die Entwicklung einer Atomwaffe in iranischen Händen gewesen wäre. Und da war das JCPOA, das Abkommen, wirklich ein sehr, sehr fundamentaler Schritt nach vorne in die richtige Richtung. Nun haben wir die auch mehrfach genannte Situation, dass die andere Variante davon abzuhalten, nämlich die über ein sehr scharfes Sanktionsregime zu erreichen, die wirtschaftlichen Potenziale dieses Landes so klein zu bekommen, dass es Ausflüge ins Atomare nicht mehr unternimmt, auf die Zeitschiene blickend, schon auch mit Risiken behaftet ist. Und deswegen können wir, so wie wir hier stehen und sitzen, nicht genau sagen, wann und mit welchen Mitteln der Iran in der Lage wäre, seine aggressive Politik, die auch mit den Namen Hamas, Hisbollah und Houthi-Rebellen verknüpft ist, fortzusetzen mit nuklearen Mitteln, mit nuklearen Drohungen. Deswegen muss es bei einer Strategie bleiben, die uns Europäer zusammenhält, die aber ganz klar sieht, dass die USA und Israel die Länder sind, die mit uns über diese Fragen nicht nur reden, sondern mit denen wir über die Sicherheit gemeinsam reden müssen. Zu glauben, mit guten Worten und runden Tischen wäre im Iran etwas zu bewegen, wissen wir spätestens seit der daneben gegangenen Revolution oder den Versuchen, dass das Regime der Mullahs von der zivilen Regierung nicht im Kern beschädigt werden kann oder verändert werden kann. Und Frau Dagdelin, nur mal zum Thema des Rankings jetzt bei der Frage, wer wo, welches Land in dieser Region besonders unappetitlich und schlimm sich verhält. Also was die Zahl der Hinrichtungen betrifft, ist Iran der weit im Top-Ranking mit über 500 Hinrichtungen allein im Jahr 2017. Da kommt nicht mal in Anführungszeichen das in dieser Hinsicht auch verurteilungswürdige Saudi-Arabien mit. Das heißt, wir haben hier eine Struktur, die aggressiv ist, die auf ideologische Expansion und ideologische Absolutheit ausgerichtet ist im Iran. Wir können natürlich und werden immer die Kräfte stärken im Iran, die anders denken. Es gibt sie sehr wohl. Meine Überzeugung ist, dass in manchen Teilen der Gesellschaft des Iran ganz im Gegenteil eine sehr westliche, orientierte Gesellschaft da ist, die Potenziale hätte, die sie aber nicht leisten kann. Und deswegen bleibt, dass wir das JCPOA weiter betreiben unterstützen müssen, allerdings von den Iranern auch erwarten müssen, dass sie die Transparenz aufrechterhalten. Und wenn die Vorstellungen, die Fragen, ob man denn außerhalb des Iran irgendwo nukleare Potenziale sehe, die dem Iran zuzurechnen sind, ob man die Transparenz bei der Zulassung der Inspektoren in die einzelnen Anlagen, die von der Internationalen Atomenergiebehörde da werden, ob man die wirklich einhält. Das sind die Fragen, die wir jetzt beantworten müssen. Nicht wir, die wir fragen müssen und Antworten suchen müssen. Nur so gibt es eine Möglichkeit, dass wir mit unserem amerikanischen Bündnispartner im gemeinsamen Ziel die Aggression des Iran und die Inbesitznahme von Nuklearwaffen zu verhindern. Ich halte dies trotz aller Hektik und trotz aller Nachrichtenlagen für einen Weg, der uns in die richtige Richtung zeigen kann, einen friedlichen Weg. Soweit Christian Schmidt für die CDU-CSU-Fraktion, der hier immerhin skizziert hat, einen möglichen Ausweg, einen möglichen friedlichen Weg. Letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde ist jetzt Karl-Heinz Brunner für die SPD. Meine Kolleginnen und Kollegen, als letzter Redner der Aktuellen Stunde
zum Iran-Abkommen, zu den Entwicklungen im Iran, zu den Entwicklungen im Nahen Osten zu sprechen, ist zweifelsohne nicht leicht und den entsprechenden Bogen nach den vielen Vorrednern zu spannen, noch schwieriger. Ich hatte ursprünglich eigentlich vorgehabt, zu sagen und einzusteigen und will Ihnen das nicht vorenthalten, dass ich vor weit über einem Jahr niemals gedacht hätte, wenn ich Donald Trump, Mike Pompeo und Bolton in einem Zusammenhang sehe, dass ich mich dann entscheiden müsste, wer ist der Vernünftigere und zum Ergebnis käme, der Vernünftigere ist Donald Trump. Ich sage dies deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil ich bei Donald Trump zumindest einen Plan erkenne, nämlich den Plan, des Lebenswerks seines Vorgängers Barack Obama zu zerstören und seinen Wählerinnen und Wählern zu versprechen, Truppen aus den anderen Einsätzen zurückzuziehen und nach Amerika zurückzuführen. Und zu beiden passt nicht unbedingt das, was sich derzeit im Persischen Golf, das sich derzeit im Nahen Osten in der Entwicklung um das gekündigte JCPOA-Abkommen dreht, sich zum Inhalt hat. Ich sage dies, meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb, weil wir tagtäglich feststellen mit neuen Meldungen, dass Drohnenangriffe auf saudi-arabische Pipelines geschehen sollten. Wir wissen nicht, wer es ist. Wir können uns nur die Frage stellen, cui boni, wem nützt es? Wir stellen fest, dass auf Handelsschiffe, auf Tanker entsprechende Sabotageakte ausgeübt werden. Wir wissen nicht, wer es ist. Wir können nur die Frage stellen, wem nützt es? Und wir stellen fest, dass das Atomabkommen gekündigt ist mit dem Ziel, den Irak zu destabilisieren, den Irak wirtschaftlich in die Knie zu zwingen, was zwar eine legale, aber in meinen Augen unsinnige Forderung als solches mit darstellt. Dies hat seit der Kündigung des Iran-Abkommens ganz deutlich gezeigt, dass alle Druckmaßnahmen gegen ein autoritäres Regime gerade zu Gegendruck führt und nicht dazu führt, vernünftige diplomatische Gespräche zu führen, die notwendig sind, um den Menschen, und es leben im Iran nun mal 80 Millionen rund anständige Menschen, die um ihr Leben und ihr tägliches Leben zu kämpfen haben, noch mehr an ihr Regime mitbinden. Das Auswärtige Amt und Bundesminister Heiko Maas setzt sich, und das zu Recht, im europäischen Rahmen mit den europäischen Partnern für diese Deeskalation dort ein. Und es ist richtig, dass wir im Ziel alle miteinander dafür arbeiten müssen, das Iran-Abkommen zu halten. Dieses Iran-Abkommen, das für uns in Europa, für die gesamte Region ein Stückchen Sicherheit und ein Stückchen Entfernung von nuklearer Aufrüstung zum Inhalt hat. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben in einer Welt, in der nicht alles so passiert, wie wir es wollen. Wir wünschen uns viel. Wir hätten uns im Nahen Osten eine andere Entwicklung gewünscht, aber es geschah so, wie es geschieht. Und deshalb ist der schwere Rückschlag der Kündigung des Vertrags und der entsprechende Druck, der derzeit aufgebaut wurde, nicht unbedingt hilfreich, uns in den Regeln von Transparenz, von Kontrollmechanismen, die notwendig sind, ein Stück weiterzubringen. Und deshalb glaube ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es gut ist, dass das Auswärtige Amt mit den europäischen Partnern eine Allianz schmiedet. Eine Allianz, die wir auch nennen können, eine Allianz der Willigen. Die Willigen, die wollen, dass im Iran und im Nahen Osten Frieden herrscht. Die wollen, die Willigen, dass im Iran und um den Iran es keine nukleare Aufrüstung gibt. Die Willigen, die wollen, dass im Iran und um den Iran die vernünftigen Menschen die Überhand bekommen und gleichzeitig dieses Land, diese Region eine Chance und eine Perspektive für die Zukunft hat. Wenn uns das gelingt, dann glaube ich, haben wir unseren europäischen Beitrag geleistet. Und bei diesem Beitrag, glaube ich, kann auch ein vernünftiger amerikanischer Präsident, ein vernünftiger iranischer Präsident nur Ja sagen, denn beide hätten einen wirtschaftlichen Benefit und könnten sagen, es hat uns etwas genützt. Herzlichen Dank. Karl-Heinz Brunner war das, meine Damen und Herren, für die SPD-Fraktion der letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde zum Atomabkommen mit dem Iran, zum Stand bei diesem Abkommen.